Jonas begrüße ich den stellvertretenden Bezirksbürgermeister Herrn Mahnwold, den Stadtverwalter Meier an Warnberg, Herrn Habile und dem stellvertretenden Bezirksvorsteher Herrn Marz. Freue ich mich, Herrn Fritze von der Neukölln-Riffenwalder Eisenbahn, den Seniorchef, begrüßen zu können. Ferner begrüße ich die zahlreichen Gäste aus der Umgebung von Rudow, allen voran Herrn Bürgermeister aus Mittenwalde, den Bürgermeister aus Mittenwalde, Herrn Heiser. Ehemals Rixdorf, Mittenwalder Eisenbahn, wurden die südlichen Vororte von Berlin erschlossen. Heute ist die Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn nicht vom Straßenbild wegzudenken. Durch sie wird vor allem das Kraftwerk Rudow, das die gesamte Burgstadt mit Strom und Fernwärme, Warmwasser versorgt. Die Zukunft wird es zeigen, ob wir wieder einmal Mittenwalde und zurück lösen können. Ich bedanke mich bei allen, die uns unterstützt haben, insbesondere Frau Neid, Frau 60, Herrn Effern, der uns gerade zur Ausstellung, zur Eröffnung noch rechtzeitig ein Foto vom Eröffnungszug überreicht hat. Und natürlich hat uns viel Material zur Verfügung gestellt. Ferner möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken, die an dieser Ausstellung mitgearbeitet haben und aufgebaut haben. Zur Eröffnung spielte für sie das Reichsbahnorchester unter der Leitung von Gerhard Hautzmann. Einige Worte noch an Sie richten. Danach wird Sie die Marzotten-Kompanie der Tanzschule Hegenscheid mit Tänzen aus Alt-Berlin unterhalten. Und zum Anschluss darf ich Herrn Mahnwold und Herrn Bürgermeister Heiser aus Mittenwalde um die offizielle Eröffnung bitten und Sie zu einem Rundgang einladen. Warten wir zu sehen, die Uniformen der Alliierten, der Briten, der Amerikaner und der Franzosen haben nun neue Uniformen. Ich gehe davon aus, wir werden uns daran gewöhnt, dass wir noch mehr von Herrn Ziemer bei den nächsten Ausstellungen geboten bekommen. Und ich danke recht herzlich, dass Sie den Auftrag heute hier gegeben haben, eine sogenannte Premiere, neue Uniform für Rudow. Und das, was Sie auch gespielt haben, also da kommt das alte Preußen so richtig wieder zum Vorschein. Herzlichen Dank. Ich darf also abschließend ein Dankeschön nochmal dem Heimatverein sagen für diese Ausstellung. Und ich glaube, ich darf auch hier die Parteien der Bezirksversammlung mit einschließen, die ja auch wohlwollend die Arbeit des Heimatvereins unterstützen, moralisch und finanziell. Und Sie haben ja auch dafür etwas gezeigt und ich hoffe, dass diese gute Verbindung so weiterläuft. Und ich hoffe, dass die Verbindung nun nach Mittenwalde noch mehr intensiviert wird. Ich habe gerade von meinem Kollegen gehört, dass es dort auch zwei aktive Stadtforscher, Heimatforscher gibt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir Heimatforscher aus Fritz, Hugo, Rudow und Neukölln uns mal zusammen mit den Kollegen aus Mittenwalde treffen. Da hat mir da schon so einiges verraten. Da kommt noch Interessantes auf uns zu, dass wir dann vielleicht auch der Öffentlichkeit bei der nächsten Ausstellung hier bekannt geben können. Ich würde vorschlagen, Herr Ziemer, greifen Sie die Initiative auf, bringen Sie uns Heimatforscher aus den Ortsteilen mit Mittenwalde zusammen, damit wir hier noch viele gemeinsame Ausstellungen durchführen können. In diesem Sinne, viel Erfolg für die Ausstellung und weiterhin Gottes Segen. Thank you.
Thank you.